Jo, was geht? Ich fange jetzt wieder an mit Charakterguides. Es geht natürlich vor allem jetzt darum, Charaktere zu finden, die mit den neuen Thunder-Charms was anfangen können. Und da fange ich natürlich mit dem einen besten Bild an. Also der eine beste Charakter mit Thunder-Charms, und zwar ist das Kältezauberin. Und dort werde ich zwei Videos machen. Das erste Video ist jetzt ein Low-Budget oder so. Ein bisschen ins mittlere Budget rein. Kältezauberin. Und zwar zeige ich da nämlich meine Ladder Solo Selfhound Zauberin. Also etwas, was jeder erreichen kann. Wenn ich das Solo Selfhound schaffe, dann schafft das jeder. Wenn man noch handeln darf, dann erst recht. Deswegen ist der Bild jetzt auch nicht so perfekt ausgearbeitet. Und dann werde ich aber nochmal ein anderes Video erstellen, wo es dann um Endgame geht. Das wird dann aber wieder Frostnova werden. Da habe ich ja schon ein Video draußen. Das wird also relativ ähnlich werden, nur jetzt dann mit Thunder Charm. Aber fangen wir mal mit dem hier an. Ich habe mit diesem Bild auch ohne Thunder Charm die ganze Zeit gespielt. Also ich habe Mephisto Runs damit gemacht. Das war erstmal das Hauptziel. Bei den Mephisto Runs habe ich dann ein paar Items gefunden. Dann habe ich angefangen, die Terrorzone zu farmen, aber immer nur die, die halt wenig kälteimmune Monster haben, damit ich halt so einen Thunder Charm finde. Bei mir hat das sehr lange gedauert. Ich glaube, insgesamt 15 Riesenzauber musste ich finden, bis der Thunder Charm gedroppt ist. Und dann ist er gedroppt. Also jetzt habe ich den gerade gefunden und jetzt wollte ich das einfach mal kurz zeigen, das Gameplay. Es geht hier um einen. Oh, die ist schon gefarmt. Um einen Frostsphäre- und Blizzard-Hybrid-Build. Und in meinem Chat wurde ich auch immer wieder gefragt, wieso ich denn so viel Schaden mache. Ich habe ja gar nicht so krasses Gear. Und das liegt wirklich einfach an dem Skillbild. Die Terrorzone jetzt gerade ist Travi, ist natürlich nicht die geilste Terrorzone, denn den Hohen Rat, der macht schon Probleme und den kann man jetzt eigentlich nicht mit jedem Charme, also eben farmen. Ich versuch's trotzdem einfach mal, aber der Sinn ist ja erstmal nur zu zeigen, wie die Spells synergieren, und zwar geht es einfach darum, Phosphäre Hauptspell und dann danach immer direkt einen Blizzard ziehen. Und ich finde, dass diese beiden Spells einfach extrem gut zusammenpassen, weil Blizzard eher so gegen große Gruppen geil ist und Phosphäre aber vor allem auch gegen einzelne Monster richtig geil ist und die sich nicht mehr den Cooldown teilen. Und dadurch kannst du das halt wirklich immer abwechselnd nutzen. Der Build hier ist aber jetzt noch nicht wirklich krass, deswegen verliere ich halt auch immer mal Hitpoints. Aber vor allem auch, weil das hier der hohe Rat ist, mit Machtaura. Wäre seltsam, wenn ich das jetzt komplett ohne Hitpoints zu verlieren schaffen würde. Aber ihr seht einfach, ich mache immer Frostnova Blizzard, Frostsphäre Blizzard, immer abwechselnd. Und der Schaden ist halt wirklich phänomenal. Ich habe jetzt hier sogar den Rat down. Das ist aber nicht der Sinn von dem Charakter. Also eigentlich soll der jetzt eher so Terrorzonen, Mephisto farmen. Und die Terrorzone hier ist aber schon eher eine Ausnahme, die ich jetzt eigentlich nicht unbedingt farmen würde. Okay, jetzt haben wir die neue Terrorzone. Ich habe nämlich extra gewartet mit dem Video, bis es kurz vor 17 Uhr ist. Und dadurch haben wir jetzt eine neue Terrorzone bekommen, und zwar den Gletscherweg, und da farme ich jetzt auch mal ein bisschen. Das ist auch eine Zone, die du normalerweise ohne den Thunder Charm gar nicht betreten kannst, weil hier alles kälteimmun ist. Jetzt habe ich auch den Thunder Charm gefunden gestern. Und jetzt kann ich hier einfach mal ein paar Monster clearen. Sorry, immer noch krank. Und ich hatte das, glaube ich, schon erwähnt, aber Phosphäre ist der Hauptskill. Also der Build Blizzard ist hier nur so der Support-Skill. Also Blizzard ist nicht voll ausgeskillt, aber die Phosphäre ist voll ausgeskillt. Und ich finde halt Blizzard, warum ich den nicht als Hauptskill nutze, ist einfach der Grund, dass mir die Mechanik bei Blizzard nicht so sehr gefällt. Ich finde, es dauert einfach zu lang, wenn auch wirklich mal so ein paar kleinere Gruppen vor einem stehen, die aber nicht direkt auf einem Haufen stehen, sondern so ein bisschen auseinander sind. Ich finde, mit Blizzard fühlt sich das einfach unangenehm an. Während ich aber mit dem Bild hier, egal wie groß die Gruppen sind und wie sie sich verteilt haben, ich bin immer sehr, sehr zügig. Und das liegt halt einfach an der Frostsphäre. Dadurch, dass dieser Ball
wenn der dann in irgendein Monster explodiert oder durch ein Monster durchfliegt, macht er halt vor allem eher so gegen wenig Gegner richtig viel. Also gegen große Gruppen ist die sogar eher schlecht. Zum Beispiel Q-Level mit Frostfähre ist eigentlich gar nicht wirklich möglich. Aber da kommt dann der Blizzard ins Spiel und Q-Level kann man also auch farmen mit dieser Zauberin. Also seht ein bisschen das Gameplay. Ich denke, dass das auch fast schon reicht. Denn es geht einfach alles sehr zügig down. Und das, obwohl das jetzt hier auch eine relativ schwierige Terrorzone eigentlich ist. Die Monster haben auch alle sehr viel Leben hier, diese Schneetreiber, die Jedis. Genau, und früher war es so, Frostfähre und Blizzard haben sich den Cooldown geteilt. Man muss ja immer warten, bis man den, zum Beispiel den zweiten Blizzard nutzen kann. In der Zeit konntest du früher aber auch keine Frostfähre nutzen. Und das ist halt inzwischen anders. Das heißt, ich kann Frostfähre nutzen. Und bevor ich die nächste nutzen kann, kann ich einfach zwischendurch einen Blizzard nutzen. Und kann also, wenn ich beides immer abwechselnd nutze, dann zauber ich trotzdem genauso viele Frostfähren, wie wenn ich kein Blizzard zaubern würde. Ich hoffe, das war verständlich. Und deswegen ist das halt so geil. Das heißt also, gegen zum Beispiel Mephisto macht ihr dadurch, dass ihr beide Skills nutzt, mehr Schaden, als wenn ihr nur Blizzard nutzt und der voll ausgeskillt wäre. Denn der Blizzard macht halt trotzdem sehr viel Damage. Es fehlt halt eine Synergie, die nicht geskillt ist und eine ist nicht gemaxt. Aber ansonsten ist der Blizzard halt trotzdem einfach eine Granate vom Schaden. Und das aber kombiniert mit der Frostsphäre, die halt so stark ist gegen einzelne Monster, sorgt halt dafür, dass du wirklich Mephisto und Diablo mit dem Bild am schnellsten killst von allen Kältesorg-Builds. So, und jetzt gehe ich mal zum Skillbild, weil ich den gerade schon offen habe. Ein Punkt in Wärme. Telekinese ein Punkt Teleport. Ich habe jetzt hier eine Besonderheit. Ich habe nämlich tatsächlich ein paar Punkte in Statikfeld. Ich habe das auch mal ein bisschen einfach getestet, wie sich das anfühlt, wenn das einfach noch ein bisschen höher ist. Normalerweise habe ich immer ein Level 10 Statik. Das wäre jetzt in dem Fall, wenn ich einen Punkt reinmache, Level 10. Und diesmal habe ich aber Level 15. Und relativ häufig habe ich das jetzt auch genutzt und finde das sogar ziemlich cool, dass das eine riesen Reichweite hat. Muss man aber nicht machen. Ich fand es allerdings lohnenswert. Gerade auch Mephisto, da kommt man mit einem Level 10 Statikfeld vielleicht nicht immer richtig an ihn ran. Und jetzt mit dem Level 15 Statikfeld kann ich sehr weit wegstehen vor ihm und trotzdem ihn treffen mit Statikfeld. Und das hat sich ziemlich gut angefühlt. Und dann der Kälte. Baum, ein Punkt in Eisrüstung, den einen kann man sich auch sparen, ich nehme ihn trotzdem gerne mit, wenn ich rumteleportiere, habe ich gerne die Eisrüstung. So, und jetzt wird auf jeden Fall die Frostsphäre gemaxt, Kältebeherrschung gemaxt, beziehungsweise Level 32 ist das, was ihr auf jeden Fall wollt, denn Mephisto hat 75 Kälteresi und mit Level 32 Kältebeherrschung kommt der auf minus 100 und minus 100 ist ja nun mal das Niedrigste, was geht. Aber ihr könntet das sogar noch höher leveln und zwar bis 36. Das ist aber wirklich das Maximum, wenn ihr jetzt Kälteskiller und so weiter habt. Ihr wollt nicht über 36, denn minus 195 Resis, das wäre bei Level 36 der Fall, ist einfach das Maximum, was einem was bringt. Denn mit dem Thunder Charm, wenn ihr immune Monster brecht, dann haben die 95 Resis und dann sind minus 195 das Maximum halt einfach. Mehr geht nicht. Und dann kommen auch die auf minus 100. So, wichtig ist erstmal den Eisblitz zu maxen, denn das ist die Synergie von Frostsphäre, bumm, und von Blizzard. Also Eisblitz ist von beiden die Synergie, also wird der auf jeden Fall gemaxt und Blizzard natürlich auch. Und dann könnt ihr euch aussuchen, welche der beiden Synergien von Blizzard ihr noch maxen wollt. Da ich weder Eisstoß noch Gletschernadel benutze selbst, ist es mir egal. Könnt ihr euch einfach eine Münze werfen. Also ich nutze keinen der beiden Skills. Deswegen spielt es keine Rolle. So, das ist der Build. Bei dem Build ist natürlich jetzt nichts mehr frei in Skillpunkten für Energieschild oder so. Also das ist jetzt so ein klassischer Vita-Sorg-Build ohne Energieschild. Und deswegen habe ich auch bei den Stats Vita gemaxt und so viel Stärke, dass ich meinen Monarch tragen kann. Ich habe aktuell zu viel Stärke, weil ich einen Annie inzwischen trage und danach nicht umskillen wollte.
Und wenn ich jetzt noch mehr gute Items finde, dann werde ich irgendwann nochmal umskillen, um einfach hier die Stärke nochmal anders zu verteilen. Meine Resi ist aktuell 39 Feuer, 37 Gift, 75 Blitz und 9 Kälte. Kälte werdet ihr nie maxen können mit dem Bild, einfach durch den Thunder Charm, der ja Kälteresis senkt. Aber ihr könnt natürlich extrem leicht auch die Feuerresis noch maxen und auch die Giftresis. Das liegt bei mir jetzt daran, dass ich einfach noch zu wenig Gear habe. Und das Gear zeige ich euch jetzt. Wie gesagt, Solo Self-Found. Ich hatte ein paar gute Drops dabei. Ich trage jetzt hier einen Oku, der ist auch noch nicht gesockelt. Theoretisch würde ich, wenn ihr jetzt einen Schritt weiter geht, ein Hoto tragen. Aber ein Oku finde ich persönlich auch sehr gut in PvM. Ich mag den Oku und auch den Teleport-Effekt finde ich nicht schlimm. Mich rettet der öfter, als er Schaden anrichtet, ist meine Meinung. Und es hat halt 50 Magic Find, das Item, was halt für PvM einfach toll ist. Vita, Energie, 20 All-Resi, 30 Zauberrate und die 30 reichen halt auch aus. Mit Hoto habt ihr 40. Kommen wir mal direkt zu den anderen FCR-Items. Haut des Vibernmagiers trage ich und die ist leider sehr schlecht. Ich habe nur eine gefunden bisher, eine 21er. Die rollt von 20 bis 35. Vibermagie finde ich schon mit am besten für den Build. Einfach durch FCR plus 1 zu Skills und die Resis. Ich würde hier auch was reinsockeln, aber nur wenn es halt eine bessere ist. Ich würde keine 21er zu Lazug bringen. Aber wenn die besser ist, dann könntet ihr eine Umrune oder ein Topaz reinsockeln. Würde ich davon abhängig machen, wie viel Resis ihr erreicht mit eurem restlichen Gear. Dann Geist. Monarch ist sowieso klar. Ich habe einen 30er. Wenn ihr einen 35er habt, könnt ihr immer wieder neu rollen. Und ein Hoto, dann habt ihr bereits 105 Faster Cast Rate, also Zauberrate, durch Schild, Rüstung und Waffe. Dann könnt ihr bei allen anderen Items auf Zauberrate verzichten. In meinem Fall mit einem 30er und einem Oku bin ich jetzt bei 90, also brauche ich noch weitere 15 Zauberrate, um auf die 105 zu kommen. Die Breakpoints kann ich euch nochmal kurz zeigen. Die habt ihr aber vermutlich alle inzwischen auswendig gelernt. Und zwar hat die Zauberin hier Other Skills, also 0, 9, 20, 37, 63, 105. Und ich würde aber immer den 105er anpeilen. 63 ist einfach zu wenig. Und vor allem ist 105 einfach zu leicht zu erreichen, um es nicht mitzunehmen. Erholung ist der Breakpoint bei 42 und bei 60. Mit dem Geistschild habt ihr den 42er schon. Und wenn ihr noch einen kleinen Zauber mit 5 Erholungen tragt, habt ihr sogar den 60er. Okay. Dann habe ich das Glück gehabt, schon einen Shaco zu finden. Natürlich Topaz reingemacht. Wenn ihr das noch nicht habt, meine Vorstufe war einfach nur ein dreifach gesockelter Helm mit 3 perfekten Topazen. Würde ich immer für Mephisto Runs tragen, weil das die beste und leichteste Quelle einfach für Magic Find ist. Ansonsten der Ort Sol Helm, also Überlieferung. Amulett, nehmt ihr natürlich das Beste, was ihr irgendwie bekommt. Ich habe jetzt hier eins mit 3 Kältefertigkeiten gefunden, was mir persönlich vollkommen ausreicht, denn das ist gar nicht mal schlecht. Das kann natürlich noch weitere Sachen drauf haben. Ich habe zum Beispiel auch eins mit 3 Blitz und 51 Leben. Das ist natürlich auch geil. Aber das ist jetzt hier einfach das, was ich gefunden habe. Wenn ihr mehr Budget habt, dann wäre Maras die Wahl. 2 zu allen Fertigkeiten und zu allen Widerständen oder irgendwelche Rare Amus gehen auch. Oder Magic Find auf Amuletten geht natürlich auch. So, und jetzt muss ich noch die 20 Zauberrate bekommen. Ich trage dafür jetzt einfach Tranguls, weil die 30 Kältewiderstand auch noch zusätzlich haben und ich Kälteresis ja durchaus brauche durch den Thunder Charm, der die so niedrig macht. Ansonsten könntet ihr auch FCR-Ringe tragen, wenn ihr ein paar gute gefunden habt. Das müsst ihr einfach dann davon abhängig machen, was euch so gedroppt ist. Ich habe zum Beispiel auch 2 FCR-Ringe, die gut waren. Der hier 10 FCR, 71 Mana, 7 zu allen Widerständen. Oder der hier 10 Zauberrate, 18 Mana, 27 Feuerresi. Die waren solide. Ich bin also sehr lange auch mit 2 FCR-Ringen rumgerannt und habe dann zum Beispiel einfach Wächtertreu dazu getragen mit 35 MF. Das könnte ich jetzt auch immer noch machen. Wäre vollkommen okay. Ich habe jetzt hier einfach die Tranguls an und dazu Nagelringe. Einen Nagelring mit 27. Und dann habe ich noch einen Ring, um einfach noch die Resis zu pushen. Also einen Ring,
mit 11 zu allen Widerständen und 27 Feuer. Das ist kein krasser Ring. Aber ich brauchte halt noch ein paar Widerstände und ich habe sehr viel Magic Find, also habe ich einfach das Ding mal noch angezogen. Ich will nur zeigen, ihr seid hier flexibel, nehmt einfach das, was ihr irgendwie gefunden habt, was reinpasst. 105 FCR, Magic Find und Widerstände sind halt hier das, was zählt. Und das ist halt das, was ich dann hier genommen habe. Mit den Wächtertreu und den beiden Rare-Ringen würde ich am Ende ein bisschen weniger Stats raushaben, als mit dieser Kombo, die ich hier gewählt habe. Gürtel habe ich jetzt zum Beispiel auch einfach einen Goldträger an. Noch mehr Magic Find. Hier seid ihr aber auch flexibel, wenn ihr mehr Resis wollt. Ich habe zum Beispiel auch mal einen IK-Gürtel getragen, kurze Zeit, weil der 31 Blitz und 28 Feuer-Resi hat. Einen Arach würde ich gerne tragen. Wenn ich einen Arach hätte, dann könnte ich sogar hier die 20 FCR einfach wegpacken und noch einen Wächtertreu und dazu halt den Arach, weil der auch nochmal 20 FCR hat. Habe ich aber noch nicht gefunden. Und Schuhe habe ich jetzt Natalias. Ich muss mal kurz einen Schluck Tee trinken. Natalias haben Kälte- und Blitzresi, was ich sehr cool finde, und 40 Bewegung. Bewegungsgeschwindigkeit auf einer Zauberin braucht ihr nicht wirklich oft, aber ihr braucht die ab und zu. Zum Beispiel halt immer, wenn ihr durch die Stadt lauft. Und manchmal hatte ich jetzt Terrorzonen Akt 2. Und dann spawnt man ja relativ weit in Akt 2, weit unten. Und manchmal kann man ja einfach zu Warif nach Akt 1 und dann dort mit dem Wegpunkt dahin, wo man möchte. Aber die Terrorzone war das erste Gebiet in Akt 2, da gab es keinen Wegpunkt. Deswegen bin ich halt dann auch immer einfach aus der Stadt losgelaufen. Und deswegen war diese Bewegungsgeschwindigkeit angenehm. Und der zweite Grund war für Mephisto. Dort mache ich immer Frostfähre, laufenden Schritt, mach noch eine, laufenden Schritt, mach noch eine. Ich stelle mich also nicht an die Kante, ich kann es gleich nochmal zeigen und da brauche ich auch Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist also sehr angenehm, damit man nicht immer die Spells von Mephisto abbekommt. Deswegen habe ich die Schuhe an. Aldurs wären auch super. Ich habe auch im Schatz Kriegsreisende gefunden. Ich lege allerdings auf Kriegsreisende nicht ganz so viel Wert, weil ich eh schon sehr viel Magic Find habe. Und ich wollte einfach da noch ein bisschen meine Resis pushen. Aber natürlich 49 MF Kriegsreisende, die werde ich zeitnah auch anziehen. Weil die einfach zu gut sind, ja, um sie nicht anzuziehen. Im Waffenswitch habe ich einfach noch MF-Items, eine Alibaba und ein Reimschild. Wenn ich den Last Hit auf Mephisto zum Beispiel mache, dann habe ich jetzt einfach dann den Waffenswitch aktiv. Mit Waffenswitch habe ich zum Beispiel 305 MF. Mit dem Hauptswitch habe ich 241. Also beides sehr, sehr viel und für Terrorzonen ist das top, da droppt eine Menge. Mein Inventar ist der Thunder Charm. Ich habe kein Torch bisher, nicht mal einen schlechten, wie zum Beispiel Necro Torch für die Stats. Aber ich habe einen Ani. Und den Ani, den habe ich vor allem deswegen drin, weil dieser Build den Uber Diablo sogar killen kann, den Diablo Klon. Auch ohne Monsterheilung verhindern. Ich habe den zweiten Klon heute gelegt, ohne dass ich ihn vorher mit Schneide getroffen habe, weil der Schaden von dem Bild ausreicht, dass ihr den killen könnt, obwohl er sich gegenheilt. Also Frostfähre vor allem ist einfach der Skill, um auch so einen Uber Diablo innerhalb von, ich glaube, 2,5 Minuten waren es, zu killen. Also easy peasy, deswegen ist ein Ani eigentlich Standard dann hier bei der Zauberin auch im Inventar. Und dann habe ich einfach so wieder alle möglichen Zauber, die ich gefunden habe, genommen. Blitzwiderstand, Magic Find, Feuerwiderstand und Magic Find. Nochmal Magic Find. 20 Leben, 4 MF, 10 Feuer, ein Gietsglück, 18 Blitz. Okay, der ist eigentlich kacke, aber ich habe noch nichts Besseres. Und hier nochmal einen mit Leben und MF. Also ihr seht, dann nehmt ihr einfach das, was ihr irgendwie findet. Ich habe hier auch noch eine Menge Life Charms. Die kommen dann aber alle auf den Smiter. Und hier noch einer mit Leben und Feuer-Resi. Ja, und das ist der Build. Und der ist einfach total krass. Und jetzt wollte ich noch einmal euch kurz Mephisto zeigen, damit ihr seht, wie easy der ist. Ich farm auch immer den Rat vor Mephisto inzwischen mit, weil der eine sehr gute Chance hat, Runen zu droppen. Und mache natürlich die Rüstungsständer, Waffenständer und die Kiste auf. Also ich mache jetzt hier diesen Rat immer noch mit platt, aber nur diese Gruppe hier, die auch Diener hat.
Die Bosse sind nämlich scheißegal. Die Diener können genauso gute Items droppen wie die Bosse. Söldner ist jetzt down, weil der eigentlich sowieso nicht leben soll, wenn ich Mephisto-Runs mache. Die mache ich immer solo. So, dann mache ich am Anfang immer einmal ein bisschen Statikfeld. Zack. Und dann Phosphäre, Blizzard. Und die Phosphäre muss natürlich so genutzt werden, dass sie in ihm explodiert. Waffen vorher switchen. Zack. Ihr habt gesehen, wie schnell der down war. Also das dauert keine 3 Sekunden. Und das ist natürlich einfach krass. Dann mache ich den Rüstungsständer auf. Die Truhe auf. Immer schön Telekinese dafür nutzen. Zack, nix gedroppt. Doch, gutes Wurmleder muss ich mir sogar anschauen. Die Handschuhe würde ich mir auch anschauen normalerweise. 13 Haltbarkeit kann also direkt wieder weg. Dann nehme ich die noch mit. Und dann geht ihr am Ende immer hier auch mit Telekinese ins Portal. Seid in Akt 4. Verlasst das Spiel. Wenn ihr neu joint, könnt ihr direkt hier am Wegpunkt zack zum Kerker gehen. So mache ich das, um einfach sehr, sehr schnell meine Mephi-Runs zu absolvieren. Ja. Die Handschuhe gucke ich mir noch an. Nö, ist nix. Und damit war's das. Also nächstes Ziel wäre dann, mit dieser Zauberin jetzt Keyruns zu machen. Ein Budget-Smiter noch hochziehen. Das ist jetzt mein nächster Schritt. Jetzt, da ich den Thunderchamp habe, kann ich alles im Spiel machen. Ich kann sogar Nidalee-Attack-Runs machen. Du musst halt einfach Blizzard auf Nidalee-Attack machen und ihn rausoperieren, damit er gar nicht erst anfängt, Kadaverexplosionen zu nutzen. Und der nächste Schritt wäre dann, wenn ich noch geileres Gear habe, auf Frostnova und Energieschild zu wechseln. Aber das geht echt erst, wenn ihr super gutes Gear habt. Vielleicht zeige ich doch nochmal ganz kurz die Söldner-Items. Das habe ich jetzt verpennt. Also für Terrorzonen hat mein Söldner eine Einsicht. Einfach aus Faulheit, weil ich jetzt nicht mehr so viel Mana-Tränke schlucken möchte. Außerdem hat Einsicht halt einfach viel Schaden. Ich habe eine Krone der Diebe auf. Hier geht alles mögliche. Talmaske, Andariels, Krone der Diebe, wie heißt das Ding? Raubschädel. Ihr braucht einfach Life Leech, das ist klar. Und ich habe ihm noch eine Duriels angezogen. Resis, Leben, Einfrieren nicht möglich. Hier geht halt auch Verrat. Eine Nephlum-Rüstung geht, damit er wirklich die Resis gemaxt hat. Macht Aura, damit er mehr Schaden hat. War aber vor allem dafür da, wenn Leute frostimmun waren. Jetzt gibt es keine Immunmonster mehr für mich und das heißt, ich brauche keine Machtaura mehr. Da würde ich vermutlich jetzt auf Gebet wechseln, einfach weil ich die Lebensregeneration mag. Komme jetzt so mit Einsicht. Ansonsten heiliger Frost. Nee, eigentlich ergibt es auch keinen Sinn. Aber an sich braucht er den Schaden halt nicht vom Söldner. Und deswegen hat er auch Einsicht. Ich habe theoretisch auch eine Waffe mit Schaden. Das wäre die hier. Gehorsamkeit in einem Riesendrescher, den habe ich gefunden in Ätherisch. Also am Anfang, wenn ihr noch nicht diesen Thundercharm habt, dann könnt ihr auch einfach so eine Waffe hier bauen, damit der ordentlich Damage dealt, der Söldner. Okay, das war's. Hoffe, hat euch gefallen und wir sehen uns dann im Livestream oder im nächsten Video. Haut rein.